Ich habe von euch gehört. Leiters, beseitigt dieses Ärgernis. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. Wie wir sehen, wir haben jetzt hier so einen Buttonkrieg. Und das ist der letzte. Das ist der letzte. Hasta la vista, Baby. Alter, du willst so wissen. Zack, das war der letzte. Ganganführer eliminiert. Das war der letzte. Yeah. Ja, sorry für den scheiß Anfang. Aber dafür bekommt ihr jetzt einen geilen Kill. So. Auch noch ein schön. So. Tu nichts Unüberlegtes, verstanden? So. Damit jetzt herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate. So. Ordentlich. Und wir sind jetzt auf dem Weg in. Genau, hier sind wir hin. Zum Gangquartier. Gangquartier? Nein, erstmal zum Controller wechseln. Ach, Leute. Warte mal. So. Ja, sorry. Keinen Ärger mehr machen. So, wir wollen jetzt zu dem Quartier und das ist dort lang. Also werden wir da jetzt auch hin. Zack, zack. Aber ich will jetzt mal was gucken. Ich glaube, ich habe Fähigkeitspunkte. Genau 6 Stück an der Zahl. Und wer hätte es gedacht, wir brauchen auch genau 6. Und damit wären wir hier dann voll. Phantom. Wunder des Zeitalters. Ich habe das Spiel noch gar nicht durch und bin hier schon voll. So, was ist ein neues Inventar? Ach so, weil ich hier so komisch stehe. So, hier geht es. So, Schusswaffen. Gibt es irgendwo eine neue? Ich sehe aber keine. Ah, hier. Ja, doch. Die ist besser. Komm, die nehme ich jetzt. Die wollte ich schon von Anfang an. Von Anfang an schon. Seit ich die gesehen habe, wollte ich die haben. Weil die irgendwie, ich weiß auch nicht, ist irgendwie cool. Irgendwie geil Style. Weiß auch nicht. Hier haben wir neue Farben. Das ändert hier aber nichts. Schade. Und Touren haben wir auch keine neue. Schade. Schade eigentlich. Aber nun gut. Dann ist es eben so. So, wir nehmen jetzt das. Nehmen jetzt den letzten Bezirk von London ein. Beziehungsweise wir befreien ihn. Von den Templern. Und dann würde sozusagen London erstmal uns gehören. Wenn man das jetzt so sagen darf. Dum, dum. Dum, dum, dum. Zack. So, mal gucken. Okay. Darüber. Na, mal sehen. Bin mal gespannt. Zack. Dahin also. Na dann. Es ist an der Zeit, dem Leiter zu zeigen, folge wie mir. Kontrolliert. So, wenn nicht? Ich brauche dein Können, du gehst voran. Gut. Na dann, Gallows.
Laden, mal wieder. Ist ja nicht so, dass der andauernd laden muss, ne? So ist er ja nicht. Also, Quatsch. Ich hörte, Sie haben sich bereits um Mr. Lynch gekümmert. Nun stehen nur noch seine treuen Handlanger zwischen Ihnen und The Strand. Viel Glück. Ja, Mr. Lynch, den habe ich schon eliminiert. Sind nur noch die Überbleibsel. Jetzt können wir uns diesen Borrow holen. Los geht's. Nieder mit dem Gleiter! Nieder mit ihm! Nieder mit ihm! Du auch noch. Ich wollte doch so einen geilen Kill haben. Och Mann. Ladies and Gentlemen, wir sind Evie und Jacob Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr für uns. Wisst ihr Bescheid? Sorry, ich musste gerade aufstoßen, falls ihr das gehört habt. Ah, ja. So, London gehört uns. Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Ach, wieso kommt man denn da nicht hoch, Alter? Was ist denn das für ein Kack? Ach, hier kommt man hoch. Tust du Katzen in deine Pasteten? Riecht's nach Katze, du... Pisst euch. So, und wie man jetzt sieht, London gehört uns. Alles unser. Oh, wir haben neue Sympathisanten. Aktivitäten. Hier, Frederick Aberdeen. Dann haben wir hier Clara O'Dea. Ja, weil ich halt diese ganzen Nebenaktivitäten jetzt abgeschlossen habe, kommt dazu jetzt noch ein Sympathisanten-Ding anscheinend. Aber ich will erstmal diese Dickens-Dinger fertig machen. Dann haben wir hier noch Green. Und ich glaube, das war's auch. Ja. Aber wir machen erstmal hier die fertig hier von Charles Dickens. Das und da unten. Ja, wir nehmen das am besten, weil wäre Quatsch, wenn ich da unten hinlatschen würde. Da wäre da oben, wenn ich hier schon in der Nähe bin. Und Green, ja, das machen wir auch noch. Aber nicht jetzt. Deshalb erstmal zu Dickens. Zugsafe ist fast voll. Ich weiß nicht, ob der Zug ist. Egal. Wir sind hier irgendwo an einem Bahnhof oder sowas in der Richtung. Erstmal irgendwie nach oben. So. Zack. Judele. Da sind wir oben. So. Und da, Alter, die macht hier einen Frosch, ne? Alter. Immer höher und höher und höher. Eigentlich will ich das gar nicht, aber nun gut. Ups. Umso schneller geht's wieder nach unten, ne? Jetzt so schön runter kommen sie alle. Na. Na. Hallo? Ey, Alter. Manchmal, ne, da könnte ich so richtig abkotzen. Hier, sie geht nicht hoch. Also, manchmal regt mich das schon so ein bisschen auf, nur so ein bisschen. So, ab geht's. Da vorne ist es ja schon, das heißt, es ist also gleich um die Ecke, so gesehen.
ist anscheinend wieder in der Kneipe drin. Jo. 50 Berkeley Square. Untersuchen Sie das gruselige Spukhaus Londons. Aha. Das gruseligste Spukhaus Londons. Na dann. Machen wir das doch. Wie schön, Sie wiederzusehen, Mr. Dickens. Hält der Ghost Club eine neue Geschichte bereit? Wie der Zufall es will. Ja, folgen Sie mir. Och, das muss ich ihn auch noch verfolgen. Hinterherlatschen. Stockwerke und der Schriftzug Zutritt auf eigene Gefahr. Um dieses grausige Anwesen ranken sich viele Geschichten. Beim frühesten Bericht über einen Spuk ging es um den Geist eines kleinen Mädchens, das von einem Diener ermordet wurde. Sie wurde oft am Fenster gesehen, wie sie weinte und ihre kleinen Hände in verzweifelter Pein verdrehte. Die Arme. Ich würde dir gern folgen, kann aber gerade nicht. Sie haben doch keine Angst. Ach, ich muss hier... Kommen Sie, das Haus. Wieso ich? Du latscht mir doch hinterher. Spukt auf dem Dachboden der Geist einer jungen Frau, die sich aus einem Fenster im Stock stürzte. Ihr Schrei, der Geist wurde von Augenzeugen mehrfach am Fenster ins Held gesichtet. Das Anwesen war kurz im Besitz eines Mr. James Jasper. Ein Vorreiter, der dem Opium verfallen war. Ich mach alles kaputt. Allerdings verschwand Edward unter mysteriösen Umständen und bald darauf auch Jasper selbst. Vielleicht trieb ihn sein Kummer zurück in die lindernden Arme seiner Berauschung. Ich mach alles kaputt. Jetzt haben wir schon 72, 73, gutes Mädchen. 74. 75 schaffen wir auch noch. Oh, geschafft. Eigenschaft freigeschaltet. Langsam. Sollen wir? Ja, wohin denn? Ach, hier. Hier hin. Obwohl das Haus leer steht, sagen manche, dass es nachts von Schreckensschreien, läutenden Glocken und knallenden Fensterläden erfüllt ist. Mhm. Ein spielendes Klavier? Dies unheimliche Phänomen kann leicht mit Schläuchen und Ventilen nachgestellt werden. Manche sagen, ein junger Mann war auf dem Dachboden eingesperrt und ein kleines Loch in der Tür sei sein einziger Kontakt zur Außenwelt gewesen. Der junge Mann sei durch diese Isolation schließlich dem Wahnsinn verfallen. Okay. Die Klienten scheinen sich auf diesen einen Raum zu konzentrieren. Moment, hier ist eine Kiste, die mache ich jetzt mal auf. So. Und? Okay. Nur ein Luftzug. Nichts weiter. Und du? Ist ja sonst nichts. Oder? Nö, irgendwie nicht. Waren ja nur zwei. Und ja da. Zwei Hinweise. Ja dann. Können wir ja wieder gehen. Aber Dickens ist immer noch oben. Der haut nicht ab. Der bleibt da oben. Der bleibt da angewurzelt stehen. Oder was? Tatsache. Was denn jetzt? Wird mich da echt verarschen, oder? Ja, wollt ihr mich verarschen? Hier ist nichts, Leute.
Aber der bleibt da stehen. Ich kann hier echt nichts machen gerade im Moment. Hier ist ja nichts. Weil es mir auch tut, aber... Ich kann nicht irgendwas untersuchen, was nicht da ist. Hä? Das ist ja jetzt eine Verarschung, oder? Das ist ja wohl jetzt eine Verarschung hoch 10. Sonst ist hier auch nichts, ne? Ne. Was ist denn das? So. Also das ist jetzt wohl die Oberverarschung. Wie kommt man denn da hin? Vielleicht aus dem Fenster? Nee, kann ich nicht, die Fenster sind alle dicht. Das Spukhaus untersuchen. Ja, habe ich doch schon. Was habe ich denn gerade gemacht? Das Spukhaus untersucht. Ist ja wohl eine Verarschung, Alter. Na guck, hier ist alles zu. Hier ist alles zu. Kommst du nicht rein? Kommst du definitiv nicht rein ins Haus. Ey, was soll denn der Scheiß jetzt? Was soll denn das jetzt schon wieder? Ey, jetzt könnte ich schon wieder total ausrasten, Leute. Ich kenn schon wieder. Aber ich tue das euch natürlich nicht an. Das Spukhaus untersuchen. Ja, wo denn? Also wenn mir einer sagt, wie ich das untersuchen soll, wenn ich es ja schon untersucht habe, also dem bin ich wirklich sehr verbunden. Du da. Ernsthaft? Alter, echt dein Ernst? Sorry, Leute, es geht nicht. Neustart. So, letzten Checkpoint überladen. Muss ich. Geht nicht anders. Ihr seht es ja selber, es geht nicht. Ja. Da steht Spukhaus untersuchen, es ist aber nichts zum Untersuchen da. Das ist schon wieder so total sinnfrei, ne? Das ist schon wieder ein Logikfehler. Das ist schon wieder ein totaler Logikfehler. Du sollst was untersuchen, was aber gar nicht da ist. Ne? Ne. 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 Geht gar nicht, Alter. Geht überhaupt nicht. Ah, siehst du? Obwohl das Haus leer steht, sagen manche, dass es nachts von Schreckensschreien, läutenden Glocken und knallenden Fensterläden erfüllt ist. Jetzt fangen wir direkt oben an, dass wir gar nicht wieder in diesen Bug reinkommen. So, das geht jetzt nicht. Ach so.
Mhm. Man muss also erst unten das Klavier machen. Vorher geht das gar nicht. Das ist doch kacke. Es sind aber auch nur die zwei. Dies unheimliche Phänomen kann leicht mit Schläuchen und Ventilen nachgestellt werden. Manche sagen, ein junger Mann war auf dem Dachboden eingesperrt und ein kleines Loch in der Tür sei sein einziger Kontakt zur Außenwelt gewesen. Der junge Mann sei durch diese Isolation schließlich dem Wahnsinn verfallen. Die Legenden scheinen sich auf diesen einen Raum zu konzentrieren. Ein Raum. Wie vibriert es gerade? Warum vibriert das hier? Ist nichts. Und hier ist das Ding. Nur ein Luftzug. Nichts weiter. Jetzt bleibt er wieder da stehen. Ach, guck an. Vielleicht warte ich hier, während Sie diesem verstörenden Gelächter auf den Grund gehen. Das mich überhaupt nicht beunruhigt. Jetzt schon wieder das Klavier. Hier schon wieder inspizieren. Hä? Ja. Das kleine Kind gibt mir gerade. Ha! Welches? Oh, Alter, das ist klein. Klein. Ja, klein ist es, aber auch schnell. Das ist gemein. Lass mich los, du Kuh! Reizend. Jetzt sagt mir, was ihr bei dem Haus gemacht habt. Was geht dich das an? Raus damit. Schon gut, schon gut. Wir haben nach dem Schatz gesucht. Schatz? Wir brauchen einen Schlüssel für den Geheimgang. Welcher Geheimgang? Ja, in der Nummer 50 gibt es einen. Hier, der Schlüssel. Lass mich in Ruhe. Aha. Interessant. Ach, jetzt bin ich ja wieder hier. Ist das dasselbe? Nee, nicht ganz. Sah halt so aus. So, Dickens. Bin ich genau gegenüber. Ach, jetzt kann ich hier rennen. Ah ja, macht Sinn. Absolut. Hier ist ein Schloss, aber mir fehlt der Schlüssel dafür. Hier. Geheime Tür öffnen. Oh, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Aha, wer hätte es gedacht? War doch klar, weil hier war ja eine Treppe, da von unten, hat man ja gesehen. Aber, versteckt halt. Ach, guck an. So funktioniert der Spuk. Spannend. Verschwindet aus meinem Haus! Zurück, Mr. Dickens. Niemand hat Rose auch nur annähernd so geliebt, wie ich sie liebte. Das hätte ausreichen sollen, um meinen Neffen von ihr fernzuhalten. Mein armer Ned, vergib. Stirb. So. Alter, was? Wo sind die jetzt wieder hin? Oh, Alter, ernsthaft, jetzt ist der wieder nach unten gelatscht. Ey, jetzt muss ich die ganze... Ey, Alter, dein Ernst. Jetzt ist sie einmal außen rumgelatscht. Willst du mich verarschen? Wer macht denn sowas?
Sinnlos, Alter. Total sinnlos. Oh, nun gut. Endlich. Der Mythos wurde entschlüsselt. Es gab keine Geister am Berkeley Square. Nur eine verlorene Seele, die von Schuldgefühlen und Drogen zu Mord und Wahnsinn getrieben wurde. Yep. Das könnte der Beginn eines großartigen Romans werden. Ich frage mich, ob ich es immer noch kann. Roman. Was ist doch? Bücher, irgendwas sowas. Roman. Horrorroman oder sowas in der Richtung. Cool. Na gut. Dann jetzt Aufnahme, Pause und. Sorry, aber das Spiel mochte mich gerade nicht. Habt ihr sehr gesehen. Aber wir machen jetzt Aufnahme, Pause, hören uns morgen wieder im nächsten Part. Und bis dahin erstmal. Tschüss.